Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Ultimate General Civil War und haben die Mission Fluss sichern. 15. April 1862. Unsere Armee bereitet offensive Operationen auf dem Territorium von Virginia vor. Ihre Aufgabe ist es, weiter vorzurücken und einen Flussübergang über unsere Verstärkung zu sichern, die von Nordwesten kommt. Unsere Späher haben gemeldet, dass eine größere Rebellentruppe unter General Bragg auf einen Hügel, wie hier, aufgestellt wurde. Wir müssen diese strategische Position einnehmen und die Bedrohung durch die Rebellen beseitigen. Zwei Panzerschiffe werden sie beim Vorrücken unterstützen. Ja, die werden uns auch sowas von nicht helfen. So, ich habe mich vorab schon entschieden. Wir haben hier sehr viele Offiziere im zweiten Korb und im dritten auch. Im zweiten, die brauchen Erfahrung. Darum habe ich jetzt da auch die ein paar Trupps von 1000 auf 1500 vergrößert. Das hat der erste Korb noch nicht. Ich habe jetzt gerade 5.000 bis 6.000 Mann Reserve. Und ich gewöhne mir jetzt einfach an, irgendwas bis von 5.000 bis 10.000 irgendwie in Reserve zu haben, dass wenn eine große Schlacht kommt, wir trotzdem irgendwie noch so 10.000 Mann irgendwo reinstecken können, falls es irgendwie nicht so gut ausgeht. Aber na gut, wir haben jetzt hier eine unerfahrene Gruppe. Und wir sagen mal Start. So, die Operation unserer Armee, das hatten wir gerade. General Braggs hat diesen Hügel, klar. Und wir können nicht vorrücken, wenn wir sie nicht abwehren. Das heißt, wir müssen sie halt töten, eliminieren. So, mit der Artillerieunterstützung unserer Panzerschiffe. Sollte es ziemlich einfach sein, nein, die Konföderierten von den Hügel zu vertreiben. Aber General, vorrücken, rücken sie unter äußerster Vorsicht vor. Ein Frontalangriff in den höheren Lagen kann zu schweren Verlusten führen, die wir uns nicht leisten können. Ja, danke für dein Statement. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Hier oben ist mehr Platz, also könnte man von da oben in die Flanke kommen. Wir müssen sie ja irgendwie aus dem Wald treiben. Meine Idee ist gerade, flankieren wir hier in den Wald rein und hier. Oder machen wir genau das, was er gerade gesagt hat. Wir machen einen Frontalangriff oder gar keinen Frontalangriff. Doch, wir machen einen Scheinfrontalangriff oder so. Und zwar werden wir unsere Kanönchen mit Hühnchen hier nämlich hinpacken. Dann nehmen wir die Einheiten, die mit mehr Mann sind, die gehen auf die Flanke. Genau, das sind ja fast alle. Die Kavallerie geht auch mit. Sherman vielleicht auch. Diese drei Kompagnons, die bleiben einfach in der Nähe der Kanonen. Wenn wir hier dann unseren Angriff führen, hier werden wahrscheinlich Einheiten sein, hier auf jeden Fall, gehe ich von aus. Wenn, oh meine Maus, ich weiß nicht, ob er gerade dieses, scheiße. Wo ist das Kabel? Ich brauche ein Kabel für die Maus. Schlecht vorbereitet, es tut mir leid. In diesem Kabelwirrwarr, wo ist meine... unter der Tastatur. Na. Haben wir das auch geklärt. Maus funktioniert noch, aber im Kampf, wenn er schon sagt, hier ist gleich alle, dann ist das meistens auch gleich alle. So, haben wir jetzt. So, weiter geht's. Weiter geht's. So. Ich sag einfach jetzt mal Start. Und ich sag mal Pause. So, wir haben Kavallerie. Kavallerie rennt erstmal dahin. Guckt mal, was da so los ist. Alles andere an Fußvolk. Fußvolk 1. Hierhin. Fußvolk 2. Dahin. Kanonen. Alle Mann. Möchte ich gerne noch mal ein bisschen weiter. Das ist ein bisschen doof. Also du auf jeden Fall dahin. Du auf jeden Fall dahin. Und du noch ein bisschen mit Wald. Ach, das ist irgendwie zu...
Ein bisschen. Na? Passt schon. Läuft. Das wird schön. Spur ein bisschen vor. Abprotzen, aufprotzen oder was immer. Heißt das so? Wenn ja oder wenn nein, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwas mit abprotzen, protzen. Doch, aufprotzen, abprotzen. Ah. Und da sind Einheiten. So, hier einfach mal näher hier ran. Kanonen. Ihr müsst laufen. Nur so als Info. Kanonenfeuer. Kanonenfeuer. Aber sowas von. Alter, die kommen ja alle nach vorne. Alter Schwede. Die schicken hier alle Mann rüber. Attacke. Komm noch mal her. Los, Kanönchen. Alles drauf da. Das gibt's ja nicht. Ey, die machen die komplette Seite weg. Sherman. Alter, was machen die denn, ey? Jetzt kommen die Nächsten. Warum haben die schon 2000 Mann? Alter Schwede. Das sind ja Mega-Verluste. Alter Schwede. Das fetzt ja richtig. Ja, das waren die Kanonen wahrscheinlich. Die waren einfach zu weit vorne, glaube ich, ja. Das war den einfach zu verlocken, kann das sein? Alter Schwede. Hier, Kavallerie, wo ist sie dir? Ja, die laufen jetzt. Alter Schwede. Hier, bist du davor? Vereinigte Kanonenreich, Feuer. Ah, hier hinten sind auch noch Einheiten. Alte Scheiße. So, Kanone, Leute dahin. Kanone nachrücken, Kanone nachrücken, Kanone nachrücken. Alte Scheiße. So, komm mal wieder her hier. Mal da weiter. Wir gehen hier gleich wieder rüber. Da kommen sie mich schon. Attacke. Attacke. Nicht lang fackeln. Kanonen, 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 Kanonen. Wir müssen laufen. Hier drauf da. Da kommen die Nächsten, ey. So, halt. Jetzt auf die da, genau. Alle Mann. Auf die. Auf die. So, die schieben mal da weg. Komm mal mit. Und die gehen wir da rein. Alter Schwede. Alter Schwede. Ab in den Wald. Ich brauch dich hin. Auf die Kanonen.
Hammer. Genau, ihr habt's erkannt. Gleich nochmal ein Stück näher kommen. Ziehen wir eine Kanone nach der anderen. Und da auf die Jagdeinheiten. Auf die Jäger. Die will ich weghaben. So, jetzt sind wir da schon mal ein bisschen im Wald. Wir haben schon mal ein bisschen Wald gewonnen. Wald ist unser Freund. Ich liebe Wald. Ihr auch. Sherman, komm mal mit in die Mitte. Ach komm, mach die da oben tot. Ja. Das kriegen wir schon hin. Das wird sowas von toll. So, Kanone 1, Feuer. Kanone Quinn, Feuer. Field, Feuer. So, geben die endlich mal da auf. So. Weiter rein da, meine Freunde. Die Kavallerie schießen wir da oben zu Brei und dann holen wir die Truppen darunter. Jetzt muss der Pound hier laufen. Ach komm, lass sie laufen. Komm zurück da. Bevor du da noch in den Hinterhalt läufst. Aber sie haben aufgegeben. Wunderbar. Müsste doch ein paar Salvener Geschichten sein da mit der Kavallerie. So. Du kannst ein bisschen nach da gehen. Du ein bisschen nach da. Und dann kann der Leonard da auch näher kommen. So. Ich brauche einmal Motivation da hinten. Entschuldigung, bin ganz ins Mikro gekommen. Hier, der guckt aus dem Wald. Der guckt aus dem Wald. Einfach drauf da. So. Halt. Nicht in den Kampf gehen. Nur in den Wald. Der Wald ist unser Freund. Klingt ein bisschen wie ein Öko, aber ist halt so. Ich habe nichts gegen Ökos und ich will auch keine Bäume retten, aber das stimmt. Bäume geben uns Deckung und sind gut. So, es wird enger. Ne, warte mal, du kommst wieder dahin. Ich komm mal weiter ran. Die nächste Kanone ziehe ich ran. So, und ihr auf den nächsten, auf den Gibson. Nur wir dürfen Gibson haben. Alt, Gibson muss sterben. So, jetzt komm du mal ein bisschen von der Seite, damit der Pound läuft. Und da oben, die kämpfen wir immer noch. Einfach mal eliminieren. Charge, charge. Macht den Nahkampfplatz. So, jetzt machen wir was Riskantes mit der Kavallerie. Ich versuche hier die Kanone ein bisschen rauszunehmen. Ah, das sind Einheiten. Das ist gleich zurück. Kommando gleich zurück. Oh, die feindliche Kavallerie läuft. Gleich mal hin. Hier. Töten, töten, töten. So, der Wald gehört uns. Halleluja. Weiter. Ihr dürft jetzt wieder laufen. Laufen. Halt. Schießen. So. Haben wir da hinten irgendwas? Nee, ne? Soll er... ja, hier verfolgt den mal. Ich traue den noch nicht ganz. Du kannst jetzt hierher kommen. Nur 40 haben wir noch. 40 Minuten irgendwas. Alter, das war hier ein Massaker, ey. Genau deswegen, da kommt er. Versucht von hinten irgendwie anzugreifen. Mhm.
Ach, ist das schön! Na, der will doch zu meiner Kavallerie, ne? Dann nimm ihn jetzt hier von den beiden Seiten. So, jetzt die Kavallerie rein. Nee, du Kanone nicht. Kanone muss weiterkämpfen. So, du kannst hier weiterkämpfen und dich schicke ich dahin. Dass wir die Kavallerie da hinten irgendwie rauskriegen. Oh, wir haben sie. Cool. Kavallerie gefangen genommen. Das heißt, komm her und Peabody, komm daher hin. Kanone. Und Kanone. Auf den Gladen oder was auch immer. Muss sterben. .21. Jetzt muss aber langsam mal hier was passieren. Komm hier mal rüber. Oh. Meter machen. Meter. Jetzt müssen wir Druck machen. Druck, Druck, Druck. Peabody, komm. Wir haben da hinten keine Munition mehr. Ich versuche ihn jetzt ein bisschen aus dieser Winkel ein bisschen in Bedrängnis zu bringen. Damit wir sie vielleicht weiter weg von dieser Flagge bekommen. Genau, Jackson läuft, das ist ganz gut. Hier, der muss auch noch laufen. Irgendwo höre ich Kavallerie, ist nicht meine. Sherman, komm mal her. Wo ist die Munition? Ah, es war zu spät. Na, die laufen. Sherman. Alt. Alt. Genau, alle auf Gibson. Der ist ja gerade der Einzige, der da im Wald ist. Ja, Peabody schließt die Lücke da. Nur noch Gibson ist da. .01. Oh, scheiße, wir müssen kämpfen. Wir müssen da ran. Oh nein, ich habe nicht aufgepasst. Ich beende das noch nicht. Wir müssen diesen Wald haben. Es wird bis auf den letzten Mann gekämpft. Mal die laufen. Alt. Jackson, lauf! Jetzt läuft der Leonard auch noch. Ich hoffe, die bringen nicht noch mehr in den Nahkampf.
bewaldeter Hügel wurde umkämpft. 0,5. Keine Ahnung, was lang. Oh, jetzt ist es ja ganz klar unser Hügel. Unser wunderschöner Hügel ist das jetzt. Ich hoffe, dass das uns auch die KI so abnimmt. Ich gehe mal weiter nach vorne, damit wir hier ein bisschen verlagern können. Und ich warte, bis die Zeit abgelaufen ist. War doch ein teurer Sieg. Ja, war ein Sieg. Gott sei Dank. Wie viel Mann? 3000 Mann Verluste. Toll, 4000 Mann kriegen wir. Ist das ein Witz? Das ist ja echt ein Witz. Aber ich glaube, es wäre fatal gewesen, wenn wir von beiden Seiten flankiert hätten. Dann hätten wir die nicht da rausgekriegt. Dann hätten wir die quasi im Zentrum ins Zentrum verlagert. Wir hätten sie ja von links und rechts gedrängt. Das wäre doof gewesen. Gott sei Dank haben wir das ja so gemacht, dass wir versucht haben, die da rauszuschieben. Quasi in diesen Wald rein. Und da auch die gehen lassen. Entschuldigung, Schluck auf. Dass wir die auch da gehen lassen. Naja. Wie viel kriegen wir jetzt gut geschrieben? Haben einen Orden gekriegt. Die Union Protector Star. Oh, schick. Kann ich hier so den Dreck unterm Fingernagel wegkriegen? Nein. Jetzt beiseite. 4900 und Ruf. Ein paar Gefangene haben wir auch gemacht. Oh. Und... Oh, nein, ey. Schon wieder drei Offiziere. Die Offiziere, ich weiß nicht. Kann es sein, dass die Konföderierten extrem auf die Vorgesetzten zielen? Da hatte ich auch schon mit den Konföderierten immer so viele Verluste mit Offizieren. Also ich hatte mal bei der großen Schlachten, da weiß ich noch, da habe ich ganz viele Offiziere verloren mal. Ja, das ist aber in diesen ganz normalen kleinen E3 finde ich schon, naja, viel. Wir haben nur einen Punkt, wir brauchen mehr Truppen. Ich wollte ja hier erstmal ein bisschen variieren, aber ich glaube, wir gehen erstmal auf Truppen. Wir brauchen mehr Truppen. Genau, jetzt können wir hier noch mehr einkaufen. Ist das nicht schön? Kommt auf den Vorgesetzten an. Und da auch noch mehr. 10.000 haben wir wieder. So viel würde ich jetzt aber gar nicht einkaufen wollen. Ich mache hier nur die Verluste von dem erstmal weg. Aber hier wollen wir ein bisschen Punkte aufheben. Naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Unterstützt die Union und gebt mir Abos. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Ciao.